Was haben Tonic Water und Waschmittel gemeinsam? Herzlich willkommen bei Wissenschaft im Alltag und heute geht es um Fluoreszenz. Tonic Water und Waschmittel zeigen nämlich Fluoreszenz, wenn man mit einer UV-Taschenlampe auf sie leuchtet. Dann erscheint ein schönes blaues Leuchten. Aber was ist Fluoreszenz eigentlich? Wenn ein Stoff Licht aufnehmen kann, also angeregt ist und dann kurze Zeit später das Licht wieder abgeben kann, dann nennt man das im Prinzip Fluoreszenz. Wichtig dabei ist allerdings, dass das Licht, das wieder abgegeben wird, ein bisschen rot verschoben ist oder langwelliger ist. Bei Fluoreszenz ist nämlich das Prinzip, dass unterwegs ein klein wenig Energie, nicht verloren geht, aber durch Stöße und andere Effekte in Wärme umgewandelt wird. Das heißt, das Licht, das reinkommt, hat eine kürzere Wellenlänge als das, was nachher fluoresziert, also wieder rauskommt. Diese Rotverschiebung bei der Fluoreszenz nennt man auch Stokes-Verschiebung oder Stokes-Shift, benannt nach dem Typen, der als erstes die Fluoreszenz entdeckt und beschrieben hat. Stokes. Und wie er das gemacht hat, das gucken wir uns gleich an einem Ort an, der ein wenig dunkler ist als hier draußen, weil Fluoreszenz im Dunkeln ist viel cooler. Herzlich willkommen in meinem relativ schlecht beleuchteten Flur und hier benutze ich auch extra eine Taschenlampe, um das Tonic Water und das Waschmittel von draußen anzuleuchten. Und dass es tatsächlich hier Fluoreszenzeffekte gibt, kann man besonders gut sehen, wenn ich die Taschenlampe ausschalte und das UV-Licht an. Zack! Und wieder Taschenlampe und wieder UV-Licht. Und wieder Taschenlampe und wieder UV-Licht und wieder Taschenlampe und wieder UV-Licht. Und jetzt mal beides zusammen. Aber eigentlich wollte ich mit euch ja darüber sprechen, wie Stokes damals die Fluoreszenz entdeckt hat. Und dafür müssen wir das Waschmittel mal kurz an der Seite stellen und uns diesen Stein hier angucken. Dabei handelt es sich nämlich um Flussspat. Damit hat Stokes Experimente gemacht und hat festgestellt, dass wenn man UV-Licht darauf scheint, da anscheinend irgendetwas zurückleuchtet. Mit dieser UV-Taschenlampe, die ich hier habe, ist das jetzt nicht wirklich beeindruckend. Deswegen habe ich hier noch einen Laserpointer, den ich jetzt mal von der Seite hineinschieße. Der imitiert auch UV-Licht. Und wenn ich da mit dem Laser drauf schieße, dann kann man ganz deutlich sehen, dass hier anscheinend bläuliche und auch rötliche Fluoreszenzzustände in diesem Flussspat sichtbar sind. Ich finde, das sieht ausgesprochen schön aus. Und übrigens ist nach diesem Stein auch die Fluoreszenz benannt. Denn Flussspat heißt auf Englisch Fluorite und deswegen hat Stokes damals seine Entdeckung Fluorescence genannt. Kommen wir mal kurz zum Tonic Water. Das, was hier drin fluoresziert, ist Chinin. Das ist nicht nur für den bitteren Geschmack verantwortlich, sondern auch ein Mittel zur Malariaprävention. Das ist übrigens auch der Grund, warum es Getränke wie Gin Tonic gibt. Das war einfach vor 150 Jahren eine verlockende Alternative, seine Malariaprävention zu sich zu nehmen. Und schmeckt ja auch lecker. Kommen wir doch jetzt mal zurück zu unserem Waschmittel. Warum fluoresziert das denn jetzt im UV-Licht? Nun, da drin sind optische Aufheller, die sorgen dafür, dass UV-Licht aufgenommen wird und es rot verschoben wird, wie das für jede Fluoreszenzerscheinung der Fall ist. Und zwar so weit rot verschoben, dass es im Blauen liegt. Das heißt also Licht, was wir jetzt mit unseren Augen sehen können, was für UV-Licht nicht der Fall ist. Das ist der Grund dafür, dass wenn wir mit Sachen, die mit diesem Waschmittel gewaschen wurden, draußen rumlaufen, im Sonnenlicht, wo auch UV-Licht drin ist, erscheinen diese Sachen besonders strahlend und weiß, weil sie einen Teil des für uns sonst unsichtbaren Lichtes in sichtbares Licht umwandeln, vom UV in Blauem in diesem Fall. Diese optischen Aufheller sind in vielen Dingen drin, unter anderem auch hier in weißem Papier, wo ich jetzt mal drauf leuchte, oder in Textmarker. Hier hinten habe ich orangenen Textmarker auf das Blatt Papier gemalt. Wenn ich mit der UV-Lampe drauf leuchte, sieht man sehr schön, wie es fluoresziert. Wenn ich sie wegnehme, dann sieht es wieder ganz normal aus. Da leuchte ich jetzt mal mit der normalen Taschenlampe drauf. Wo wir gerade schon beim Thema Waschmittel sind. Ich habe mich schon länger gefragt, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen normalem Waschmittel und Waschmittel, das die schwarze Farbe schützt. Im normalen Licht sehen die eigentlich ziemlich gleich aus, aber sobald ich das UV-Licht einschalte, bam, sieht man auf jeden Fall, dass im rechten, im normalen Waschmittel, optische Aufheller enthalten sind und in dem, das die schwarze Farbe schützt, keine. Das ist also eins der Geheimnisse, warum dieses Waschmittel dazu beiträgt, die schwarze Farbe von euren Klamotten zu erhalten. Ich werde jetzt noch ein bisschen in meinem dunklen Flur mit dem UV-Laser und auch mit der UV-Taschenlampe herumspielen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr mir dabei nicht die ganze Zeit zugucken wollt. Deswegen macht das doch einfach zu Hause nach. UV-Taschenlampe und auch Laserpointer
gibt es beim Versandhändler eures Vertrauens im Internet zu erwerben. Wenn ihr das kaufen solltet, dann seid bitte vorsichtig mit Lasern und auch mit UV-Taschenlampen nicht in eure eigenen Augen und auch nicht in die Augen von anderen Leuten reinleuchten. Das kann zu Augenschäden und im schlimmsten Fall zur Erblindung führen. Das nur als kleiner Sicherheitshinweis, dass mir hier niemand einen Strick draus dreht. Das war Wissenschaft im Alltag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt uns doch mal einen Kommentar da unten hin, welche Licht- oder Leuchteffekte ihr besonders toll oder aufregend findet. Muss ja nicht zwangsläufig was mit Fluoreszenz zu tun haben. Wenn ihr das tut, dann verseht diesen Kommentar mit dem Hashtag, den ich hier unten einblende. Ja, dann habt ihr nämlich die Chance auf 2 Freikarten für die lange Nacht der Wissenschaften in Berlin 2016. Viel Erfolg dabei. Dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch dafür zu danken, dass ihr euch das Video angeguckt habt, bis zu diesem Punkt. Wenn es euch gefallen hat, vielleicht ein Like dalassen. Hier unten alle möglichen Social Media Kanäle, wo ihr mit der langen Nacht der Wissenschaften aus Berlin interagieren könnt und noch viel mehr über Forschung erfahren könnt. Mein Name ist André Lampe. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Einen zauberhaften Tag noch.